Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier on the road bei 7 Days to Die. Tag 34, morgen ist Horde und ich habe mir gedacht, den Tag nutze ich mal ein bisschen. Zum einen hier für diese Mini-Quest, diese Hunde-Quest und ich glaube so als Schmankerl auch so für die Runden, für Jubiläum, das runde Jubiläum so rum, die über 80 Abonnenten. Gucke ich mir mal heute mal Grace an. Gehe ich mal die alte Dame besuchen. Das ist doch wirklich ein nettes Gimmick, Grace, finde ich. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich jemanden, der sie noch nicht kennt. So, wo ist meine Quest? Hier hinten. Da, okay, dann. Moped kommt dahin. Oh nein, ich habe die Pistole zu Hause gelassen. Oder habe ich die Pistole zu Hause gelassen? Ach nee, da ist er. Nein, komm hier wieder raus. So rum. Na, komm dran. Ah nee, doch lieber Pistole. Verbände habe ich auch nicht mehr viel. Da müsste ich mir auch nochmal welche machen. Ich habe jetzt auch, also zu Hause keine mehr und hatte extra jetzt keine Medipacks eingepackt, weil ich dachte, die verbrauchen halt so viel Platz. Und so, das war's, ne? Ja, haben wir das geschafft. Und dann geht's hier ab, weiter zu Grace, aber da fahre ich mal ja, hier auf die Straße. Also ab nach Süden. Und dann hier links lang. Oh, ein Hirsch. Hirsch brauche ich doch, glaube ich, auch für eine Quest. Oh, das war doch ein sauberer Treffer. Danke für den Pfeil. Und fällt mir auch gerade erst ein, da schlage ich ja glatt ein, wie heißt es denn, ein Schnippchen, wenn ich da die Schweine bei in dem Grace House erledige, da habe ich ja einige Quests, die ich damit dann gleich fertig kriege. Glaube ich jedenfalls. Ach nee, das sind ja die Stack. 2, 2, 1, 1, 1, 1. Kill the Rabbit, holding a Shotgun. Ah, Rabbits mit Shotgun. Drei Bären. Habe ich nur eine. Ja, nur ein, okay, doch nur eine Schweinequest. Eine richtige Schweinequest. Die anderen sind Hirsche. Aber ist ja trotzdem gut. Kriege ich nochmal ordentlich Knochen, wobei ich ja so viel Knochen habe. Weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Knochen anfangen soll. Fast 500 Stück habe ich zu Hause, glaube ich. Oh, Crack a Book. Hier war ich schon drin. Ja, hier war ich schon mal drin. Aber die Tür habe ich nicht mitgenommen. Und ich könnte ja mal gucken, ob hier vielleicht Restock war. Tatsache, hier war Restock. Was für eine nette Überraschung. Na, dann muss ich das doch eigentlich mitnehmen. Auch wenn es natürlich ein bisschen lame ist, aber schlimm ist es jetzt auch nicht. Na, perfekt. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Habe ich mir auch nie markiert. Pack erstmal alles ein soweit. Oh, da war der Plastercast. Das habe ich schon gesehen. AK, ja, auch nett. Ah, du bist ja nicht tot, aber jetzt schläft's ja. Naja, geht's auch vom Loot, aber gab auch schon schlimmere Loots. Oh, hier so ein Energy Booster.
Was bringt der nochmal genau? Water und Stamina Regeneration und Run Speed. Ach, genau. Also auch nicht verkehrt. Ja, schon ein paar, die ich noch nicht gelesen hatte. Hier ist auch nochmal Breast drin. Dann nehmen wir das doch mit. Oh ja, schon mehrere Bücher. Und noch eine Quest. Docks are over. Gut, dann lese ich mal, die ich noch nicht kann. Also Magnum Enforcer. Bartering with a Magnum Drawn gives you 5% better deal. Ah, wenn ich eine Magnum in der Hand habe, kriege ich ein bisschen mehr Kohle beim Händler als Druckmittel. Ja, how to craft a car. Sehr gut. Und war hier nicht noch irgendwas? Der hier, der Plastercast. Dann kann ich die jetzt auch mal lesen. Kill some Zombie Dogs. Na toll, das hätte ich jetzt vorher gebraucht. Ah, aber mit dem Verband, das ist ja super, wobei ich die eigentlich gar nicht so brauche. So häufig. Und die AK wäre noch Level 1. So, und hier hinten ist doch aber sicherlich auch noch was versteckt. Mal aufpassen, dass ich hier nicht die Kisten kaputt mache. War es das schon? Das war es schon. Na. Oh. Oh, hier ist nix. Den Stuhl lasse ich mal hier. Oh, Powered Doors and Drawbridge Schematic. Sehr gut. Unten Level aufgestiegen. Hunter's Journal. 10% mehr Schaden gegen Wölfe. Oh, hoppala. Ich hab was fertig. Wo ist es denn hier? The Hunter's Journal. Harvest more bones, meat and leather from animals. Okay. Na, daran mangelt es mir im Moment gerade eigentlich nicht so. Boah, ja, auf jeden Fall ein bisschen was für einen Händler zu verkaufen. Ah, da ist auch noch eine Quest. Okay. Ah, die anderen Händler müsste ich theoretisch eigentlich auch nochmal abklappern hier nach Tag 34, wobei ich ja soweit jetzt alles habe. The Docks are over. Hoppala. Die ist aktiviert. Na, dann nehme ich die doch auch nochmal. Das ist zwar die gleiche Quest, die ich eben schon hatte. Aber, na gut, vielleicht nicht jetzt. Vielleicht mache ich das später. Ja, ordentlich Schematics hier zu verkaufen. Das kann ich mir essen direkt. Und das packe ich mal erstmal hier weg. Okay, dann kann die Empty Can auf jeden Fall weg. Und Bottled Murky Water kommt weg. Dafür die 95 Knochen. Finde ich. Ah, obwohl, nee, die Knochen behalte ich mal. Weil ich ja bei Grace sowieso Knochen finden werde. Und eigentlich wollte ich ja zu Grace, also mache ich das jetzt auch erstmal. Hier wohnt die Gute. Ist nur die Frage, wo hier der richtige Eingang ist. Weiß ich gar nicht mehr. War das hier über den Hof? Oder war hier nicht so ein Tornado-Verschlag? So, also so ein Windschutz? Ne, hier, ne? Ja, da geht's rein. Oh, das ist doch hier. Ein gutes Bild. Oh, würde ich sagen, geht's einfach mal ab, ne? Gehe ich hier mal rein. Cobblestone lasse ich hier, nur Zement würde ich mitnehmen. Bist du aus Brass? Wahrscheinlich nicht. Ja, du bist aus normalem Eisen. Guten Tag. Darfst erstmal leben. Hopp. Oder auch doch nicht. Ich wollte nur gucken, ob hier ein Zombie ist, aber war es zum Glück nicht.
Komme ich überhaupt ran? Oh, lebst ja noch. Ein Airdrop. Na, das ist doch mal hier alles ein schöner Zufall. Alles hier so zusammen. So, du kommst mit und Zement wollte ich mitnehmen. Ich glaube, davon gibt es hier auch einiges. Ja, Schwein. Oh, was greifst du mich hier an? Und kommst aber nicht durch. Dafür muss ich dir jetzt leider mal den Kopf abschießen. Hier ist auch noch eins, ne? Ja. Na, wirst du wohl? Das war hier super Schwein. Super Schweini. Was auch immer die hier getestet haben mit dem Schwein. So, komme ich hier ran? Na, die Pfeile kriege ich aber nicht, ne? Nee. Oh. Hä? Na, irgendwo schlägt sich hier auf jeden Fall jemand durch. Von außen. Guten Tag, die Dame. Oh, wow, ey. Mal ein bisschen mit Zurückhaltung hier als Gast. Die Schuhe nicht sauber gemacht und nicht abgetreten. Also, bitte. So geht's ja nun auch nicht. Und da nehme ich auch nochmal das Press mit. Okay, die Dinger kriege ich also auch mit der Axt weg, mit einem Schlag. Dann machen wir das doch so. Na, Schwein gehabt. Oder auch nicht. Komme ich hier nicht hoch? Ja, komme ich zwar wahrscheinlich. Ja, doch, komme ich. Geht schneller, als wenn ich das jetzt da wegmache. Na toll. Eine Bandage und so ein Hemd. So, Essen. Esse ich gleich. Oh, tut mir leid. Ja, die Schrotflinte ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Die Herrschaften. Das war mein Empfangskomitee. Achso, nee. Das ist gar nichts zum Abbauen. Aber hier. So, mehr ist hier nicht. Da geht's dann weiter, glaube ich. Da ist nix. Ja, aber Öl. Das ist ja löblich. Da oben ist auch nichts weiter. Dann denke ich doch mal hier weiter. Oder? Ja. Na, wenn ich hier durchkomme. Ja, die sah nicht mehr gut aus, die Krankenschwester. Die musste weg.
Das ist, glaube ich, kein Brass. Ah, da drüben ist noch Zement. Oh oh. Lass mir ja den Zement da. Ich nehme jetzt hier nicht unbedingt den richtigen Weg. War ich hier schon? Ah, nee, das ist das Nachbarhaus. Okay, da komme ich dann gleich hin. Wahrscheinlich. Also, ich versuche schon den richtigen Weg zu nehmen, aber nicht zwingend, dass ich hier nur die Türen auch so nutze. Ja, die gehen gleich wieder beide mit einem Schuss tot. Ah, ich komme da oben lang, da ich, ne? Ja. Ich erinnere mich. Na, wenn die hier vorne sind, ist eigentlich sogar besser. Oh, schon wieder den Kopf ab. Weil ich hier die Klappen schneller kaputt kriege. So, den Pfeil. Achso, aber komm da nicht mehr hier hoch. Dann baue ich mich mal hier eine Rampe. Und oben geht es hier weiter. Hoppala. Ah, okay, durch die Schräge komme ich da schlecht hoch. Naja, dann frame ich mich halt einfach hier wieder rüber. Der bleibt da. Ah. Okay, warum sie jetzt hier eine Falle hingemacht haben? Hier kann ja eigentlich nichts weiter passieren. Oh, und jetzt bin ich im Nachbarhaus und hier ist da direkt mal ordentlich viel Zement. Schade, dass in der Bibliothek nicht hier der die Mod für die Orga mit drin, ne, die ich noch haben wollte. Hä? Nee, so nicht. Take. Mein Steinzerstörer. Oh, der wird gescrapped. Das kommt gleich mal weg. Kriege ich hier einen Türknopf eigentlich raus? Aus den Türen? Nee, aus den Türen nicht. Oh, da ist doch super. Superkorn, ja, hier kommen jetzt auf jeden Fall schon ein paar Radiated. Oder? Nee, das ist nur normales Dead Corn. Hier noch was? Nee, aber jetzt bin ich hier auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ja, hier, wo ich eben durchgekommen bin. Ah, und hier. Doch, da ist das Superkorn. Kann ich das abbauen? Einmal ihr auf Superkorn. Recipes. Superkorn. Seed. Oh. Tschüss. ich glaube, ich gehe hier nochmal kurz hoch. Da geht es ja auch weiter. Ja, das POI ist schon echt cool gemacht hier mit den ganzen Rohrleitungen, die hier lang gehen. Oh. Erschreck mich doch nicht so. Also Shotgun muss schon im Anschlag bleiben. Da ist keiner. Ah, von da unten kommen sie wahrscheinlich irgendwo. Oh, ich bin voll. Der Heuballen kann weg. Halt. Das war natürlich der Plan.
So, Cowboy Head Mod, Heat Resist 10. Dann gucke ich mal ganz kurz, was habe ich denn hier? Heat Resist 8 nur und Cold Resist 3. Und der hat 3 und 10. Und das kann auf jeden Fall weg. Dann tausche ich das doch mal aus. Also der hat 3 und 8 und der hat 3 und 10. Ja, ist doch viel besser. Ja, fertig. Complete. So. Und die kann ich dann. Ne, verkaufen kann ich sie nicht. Aber brauche ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Ja, ich packe sie erstmal ein. Werde sie wahrscheinlich am Ende aber nicht mitnehmen. Wegen kein Platz. Okay, da war ich und dann gehe ich einfach mal jetzt hier die Treppe runter. Dann komme ich ja dahin, wo ich jetzt, ja genau, wo ich hier eben auch sowieso angekommen wäre. Kann ich mir die Frames auch mal wieder mitnehmen? Dankeschön. Ah, Asset. Ah, das Haus hat ja hier super viele Ressourcen für mich. Und hier ist auch noch was versteckt. Ah, da komme ich dann vielleicht von der anderen Seite ran. Und kein Platz mehr für Zement. Okay, dann nehme ich hier die Bandage einfach mal. Oh, hier. Richtig viel Zement sogar. Das kann weg, wobei ich die Bandage eigentlich auch nicht brauche, zwingend. Oh, den Kleber würde ich mal mitnehmen. Dann trinke ich mal hier den Yucca Juice. Hier die Bullet Casings und den einfachen Breast, den scrappe ich mal. Die geben sowieso 1 zu 1. Nur die Türknäufe bringen mir mehr, wenn ich sie nicht scrappe. Oh, und hier ist ein Sink. Den sollte ich eigentlich behalten. Ich könnte ja auch ganz einfach mal kurz was in mein Motorrad packen. Mache ich mal ganz dreist hier. Querfeldein. So, Hauptsache weg. Okay, die. Die könnte eigentlich auch hier bleiben. Bones habe ich jetzt schon 299. Das kommt hier weg. Fleisch, Raw Meat. Dann kommt das auf jeden Fall weg. Cobblestone, Zement ist voll. 2000 schon. Und das packe ich weg. Von dem Rest kriege ich ja sicherlich noch was. Aua. So, ab durch die Wand. Hier war ich, ne? Genau. So, hier war Superkorn. Und ich war hier in der Küche. Ja, Kaffee wollte ich mitnehmen. Und dann geht es hier runter ins Versuchslabor. Boah, ich sehe auch richtig viel Zement und Stein. Das ist auch Superkorn, ne? Ja, oh, geil. Das muss auf jeden Fall alles mit. Und was hier in Zement rumliegt, jetzt habe ich 273. Das ist doch hier nochmal ein 1000er-Stack wahrscheinlich. Ah, ohne Kiste.
Wood, okay. Ah, hier ist Breath Center, ne? Dann nehme ich das mal mit, wenn hier gleich zwei Radiators nebeneinander stehen. Ah, schade, war nur einmal. Aber das ganze Eisen hier kann weg. Die Landmines bräuchte ich jetzt eigentlich auch nicht so dringend. Aber auf jeden Fall hier den Zement. Oh, ich könnte doch mal hier so einen Painkiller nehmen. Habt ihr ein bisschen was zu trinken? Boah, und hab immer noch 200. Okay. Na, ob hier was hinter ist? Ah, hier ist der geheime Ausgang. Okay. Aber nichts versteckt. Ah, okay, okay, verstehe. Oh, niemand zu Hause. Im Versuchslabor, aber was hier passiert ist, möchte ich hier gerne mal wissen. So viele Tote. Oder es ist das Futter von Grace, das könnte natürlich auch sein. Ach, schönes Geräusch. Und da, genau, da ist eine Munitionsbox. Und, oh ja. Eine Level 5 Pistole. Die kann ich doch gut verkaufen. Ja, Cobblestone Rocks. Ja, wobei, kann ich natürlich auch scrappen. Habe ich noch mehr davon. Und wie sieht es aus mit dem Zement? Ja, gleich schon wieder die 2000 voll. Und dann passt hier auch nichts mehr rein, ne? Ja, okay, dann kommen die hier mal weg. Krass, also dass hier so viel Zement drin ist, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Da noch was drin? Glaube nicht. Lecker. Ah, hier konnte ich schon gar nicht mehr alles mitnehmen. Ist ja hier ein Schlaraffenland für Steineklopfer. Was? Schon wieder voll. Oh mein Gott. Dann, Rotting Flesh nehme ich mit. Ein Duct Tape. Lasse ich ein Duct Tape hier? Ich esse das hier einfach. Achso, ist die Empty Can. Okay. Die kann da bleiben. Oh, und hier. Ja, da ist er. Die junge Dame. Lasse ich mich hier auf einen richtigen Kampf ein? Na los. No risk, no fun. Hier, hinter dir. Oh, das war's schon. Aber immerhin 1200. Boah, richtig viel Fleisch. Gut, okay, dann... Was kann sonst weg? Das eine Duct Tape. Hier die neuen Mechanical Parts. Die können weg. Und krass, was ich hier
an Knochen, Fleisch und Potassium raushole. Bin hier der Tatortreiniger. Oh, da lag noch Fleisch. Das waren die Mechanical Parts. Und irgendwo, bestimmt hier oben, ist doch dann auch noch guter Loot, oder was? Na los, hier ein bisschen Ausdauer. Ja, hier ist der gute Loot. Oh, das passt alles überhaupt nicht rein, ne? So, okay. Dann kommt ihr auf jeden Fall schon mal weg. Die Steel Chest Armor, die bringt ja mal richtig viel. 1152. Den Iron Sledgehammer nehme ich dann mal hier für den Sand mit. Und die Munition passt nicht mehr rein. Dann... doch die Kaffeebohnen. Die Gläser. Ne, erstmal, er muss eh beides weg. Und es wird gleich immer noch nicht alles reinpassen. Oh, Bloodbags, aber ich brauche doch eigentlich nur ein Bloodbag insgesamt, oder? Ich habe das doch auch schon mal geguckt. Ne, für First Aid Kits brauche ich die. Okay, dann nehme ich es doch mit. Dann bleibt hier das bisschen LED einfach mal da. Ein Stahlspeer. Ah, die gute Farbe. Das Öl. Doch die Landmines. Was bringen die? 100. 3 Stück. Die werde ich, glaube ich, niemals setzen. Na, erstmal der Verband. Ah, der Stunbetten kann auf jeden Fall weg. Und das kann weg. Und Steel Armor Parts. Ah, brauche ich eigentlich auch nicht. Okay. Ah, und hier geht's dann raus, oder? Ja. Damit habe ich Grace bezwungen. Perfekt. Da ist noch was, da ist noch was. Und dann bin ich eigentlich ja jetzt auch schon wieder komplett übervoll. Aber für diese Folge war es das. Ich habe Grace bezwungen. Immer wieder lustig. Das mutierte Schwein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.